Guten Morgen. Buenos dias. Es ist der 22.06.2023 und wir haben wie viel Uhr? Ungefähr 10:45. Genau. Wir sind hier wieder in Goslar auf dem Schützenplatz. Ja, wir sind heute ein bisschen früher dran, weil wir wohl schlecht Wetter bekommen. Und das ist von, ja, vermutlich von Schaustellern ein kleiner Hund, der alleine spazieren gehen darf. Ja. Und er läuft da vor den Autos rum. Der hat so einen Dusel, dass er nicht überfahren wird, ja? Na ja, gut. So, dann gehen wir mal los. Warte, okay. So, hier passiert auch was. Hier ist ja diese Einkaufspassage. Und warte mal, nicht weglaufen. Das Auto gehört wohl zu den beiden dazu. Also das ist ein Anhänger. Und es macht doch den Anschein Fashion Worldwide, dass wir jede Menge Kleidung da drin finden können. So, da ist dieses, ja, die beiden rechten Personen, die hatten eben den Fußboden, den Boden geprüft. Macht er jetzt auch wieder, wo sie wohl am besten stehen werden. Ja. Ja, dann komm. Es soll ja Unwetter geben heute, ne? Ja, ich sagte eben schon, ne? Ja. Also wir haben jetzt schon hier für Goslar gegen Abend, dass da schwere Gewitter und Starkregen erwartet werden. Und dann werden wir natürlich auch oben im Hahnklee unser Fett wegkriegen. Ne? Tja. Badespaß. Übrigens ist hier auch ein Rotkreuzwagen. Das muss ja sein. Ja, guck doch mal. Da ist das Rotkreuz. Also, wenn sich die Damen an den irgendeinen Nagel einreißen und brauchen ein und brauchen Pflaster. Na klar, habe ich auch schon gehabt in, wo waren das? Ja. Irgendeinem Badeland. Da bin ich doch erstmal zum Sanitäter gegangen, hat mir ein Pflaster geholt für den Fingernagel. Ja. Na, wenn die so lang sind, dann reißen die meistens ungünstig ein ins Fleisch. Hallo? Hallo. So, dann gehen wir mal rechts rum heute. Gestern sind wir gerade ausgegangen. Der Klositz ist weg. Nee, der steht jetzt da, der putzt da ja gerade. Ach ja, da vorne ist er. Das hat er jetzt bestimmt mit Absicht, den hat er nass gemacht. Er muss glänzen aus allen. Damit ich da nicht mich draufsetze. Ja. Naja, die werden natürlich auch, wenn es dann so anfängt ordentlich zu regnen und gewittern und alles, dann müssen sie dann ihre Arbeiten wahrscheinlich dann kurzfristig einstellen. Mhm. Sieht auch ein bisschen spacey aus hier mit den Stühlen. Guck mal. Ja, es ist halt ein Arbeitsplatz, ne? Ja, richtig schöne und Stühle. Wenn du da den ganzen Tag drin sitzt, das merkst du schon. Ja, da hat man richtig Lust drauf zu sitzen. Da kannst du nicht einfach auf so einem Barhocker sitzen. That's Entertainment, Bollywood. Ach so, ich hatte da ja noch was, so einen Verbesserungsvorschlag, ne? Ja. Und zwar, als wir gestern spazieren gegangen sind bei der 180-Grad-Variante, da hast du freundlicherweise den Lageplan eingespeist. Mhm. Aber tatsächlich sieht das eigentlich aus wie eine Bausteinsammlung, so ein Kinderspiel. Man, also ich zumindest habe das nicht gut lesen können. Das ist auch schwer lesbar. Kann man das vielleicht so machen, dass du das viertelst und dann zeigst oben links erstmal die Ecke und dann rechts die Ecke? Ich kann dir genau sagen, was los ist. Also ich bin auf... Oh, cool. Was ist denn passiert? Feueralarm testen. So, also ich bin... Komm mal zur Seite, ich bin bei Google rein. Ja. Und habe dann einfach eingegeben, Goslar Schützenfest. Ja. Und da wird dann ein Link angezeigt. Da gibt es also eine richtige Internetseite, die da kreiert wurde. Aha. Und da kann man sich dann diesen Plan als PDF runterladen. Mhm. So. Und im PDF kann ich natürlich in einem Video nicht einbinden. Also muss ich, das Ding besteht also aus zwei Seiten, habe ich dann die einzelnen Seiten als hochauflösendes Foto.
exportiert. Aha. Sprich, zwei Fotos sind daraus entstanden und die kann ich ja in ein Video einbinden. Mhm. Ja, und das ist die maximale Qualität, die dieses PDF-Dokument, was ich da generieren konnte. Ich konnte einfach nicht höher gehen und ich habe aber auch was anderes ausprobiert. Ich habe mir gesagt, okay, vielleicht machen wir es doch mal so, wir öffnen das PDF und vergrößern es immer und machen davon dann ein Bildschirmfoto. Aha. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die Qualität immer noch schlecht bleibt. Das heißt, das, was da reingeschrieben ist, das ist, ja, das ist Mäusekino, das ist winzig ist das. Das kann kaum einer lesen. Ja, das stimmt. Ja. Und, also wenn ich jetzt ein Bildschirmfoto machen würde und dann würde ich das in einen Ausschnitt machen sozusagen, dann kann ich schon mal den ganzen Rand wegnehmen. Aber das wird nicht besser, dann, du wirst ja, es nicht gut, besser aber ich kann es mir dann ranzoomen und dann könnte ich es im Zoom dann sehen, wo was ist. Ja, aber die Beschriftung wirst du nicht besser sehen können. Bisschen die, schon. Nee, habe ich ja gemacht. Echt? Ich muss das mal ausprobieren, was ich jetzt hier gerade erzähle. Ich habe es im Mülleimer, habe ich es verschoben. So, das ist immer noch hier, immer noch ein Secret. Morgen. Hallo. Geheim. Blue Room. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wird, wenn es fertig ist. Das ist ein Glaslabyrinth. Wie bitte? Ein Glaslabyrinth ist das. Ein Glaslabyrinth. Ah, okay. Ja. Sind wir mal gespannt. Genau. Pumpe ist schon da. Ja. Wofür braucht man denn eine Pumpe? Nur das. Wasserfall. Ach so. Weil der Atlantis gehört ein bisschen Wasser mit dazu. Ja, und dann kommt zwischen den Scheiben, läuft Wasser runter, oder wie? In die Größe vorne. Ach so, okay. Ja. Die Nebelmaschine haben wir ruhig, damit es nicht so einfach wird. Ja. Ach so. Spiegel. Da hat mein Chef hat schon gesagt, Vorschusser ist ein Mädel mit Brille, hat gedacht, hat einen Ausfang und ist genau in die Scheibe reingehört. Oh. Und hat gesagt, ist schon, so einfach ist es schon. Ne? Da sind noch ein paar Gummibänder mit drin, wo man sich durchquetschen muss. Also, mhm. Ja, denkst du, was du eigentlich gebraucht hast, von einer Dreiviertelstunde, um da rauszukommen? Das ist ja zu verzweifeln. Wir schauen es uns an. Tschüss. Tschüss. Also egal, mit wem du hier sprichst, alle sind total nett. Das ist jetzt mal so mein Resümee. Ja. Echt frisch. Ja, hier mit dem Riesenrad. Das ist die Pizzeria dann übrigens. Ja. Mit dem Riesenrad. Aha, hübsch. Da sind sie also fertig, so wie man das so sagt. Warum? Achso, das ist der Breakdance, das gehört gar nicht dahin. Ja. Ja, schön. Und hier ist Fisch. Ja, hier kann man Enten angeln. Ah, hier wird gerade was abgeladen. Können wir mal kurz gucken. Das ist doch der Breakdancer. Ja. Die Krake gibt's dieses Jahr nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht wird die noch aufgebaut. Ich habe sie bis jetzt nicht entdeckt. Breakdancer und Krake sind ja auch ziemlich ähnlich, ne? So. Ja, lass mal ruhig zeigen. Komm, wir gehen mal näher. Ja, warte doch mal. Das macht man nicht, wenn wir Lasten sind. Hier, guck mal. Möchte ich hier, glaube ich, hin? Ja. Ja, gehen wir mal weiter. Warte doch mal. Hüpf, hüpf. Die sind ja auch unerschütterlich, ne? Die haben überhaupt keine Angst. Ja, das musst du auch. Höhenangst und sowas ist alles, das gehört nicht zum Arbeitsplatzbeschreibung. Ne? Lass mal das kurz zeigen, jetzt hau nicht ab. Aber wir stehen schlecht, glaube ich.
Jo. Und dann kommt dann noch so ein Paket. So zwei. Zwei? Ja, zwei Pakete. Lass uns mal weitergehen. Ich habe schon Topfen abgekriegt. Ja, das ist so ein richtig tolles Puzzlespiel. Das alles immer, da darf ja nichts überbleiben. Nicht eine Stange, nicht eine Schraube, ja. Das hat alles seinen Platz. Dann frage ich mich aber, warum finde ich hier ab und zu mal irgend so ein Bauteil auf dem Weg? Eine Scheibe, eine Unterlegscheibe oder sowas. Dürfte nicht sein, ne? Ja. Naja, vielleicht haben sie Ersatz immer, ne? Weiß man ja auch nicht. Ja, hier. Das fahren die vielleicht mit Absicht nicht hoch, damit da drin nicht rumgetollt wird. Na, vielleicht müssen sie die Lampen noch alle mal checken. Ja. Ja, da sind ja auch viele Lampen, ja? Ja. Hier immer diese ganzen Reihen entlang. Ja, das müssen die wahrscheinlich alles noch ausprobieren. Oh, aber da ist schwer rankommen, oder? Wenn was ist. Ja. Also die wenn das Ding erstmal oben ist, dann ist das schwieriger, das zu wechseln. Oh, hier entsteht auch irgendwas. Guck mal hier. Wird für die lieben Kleinen eine Bahn aufgebaut. Morgen. Morgen. Ja, das haben wir die Tage gesehen. Ja, aber die Schienen haben wir noch nicht gesehen. Ja, muss man nicht vor die Kamera laufen. Ja. Ach nee, ist es doch nicht. Was? Ja, dieses Ding, was ich sagte, was sich da im Kreis dreht. Und diese Stange oder was, die da ausgefahren wird, das ist wieder was ganz anderes. Da wurde sich schon zu geäußert. Ja? Ja. Das ist also wieder was Neues hier irgendwie. Da wurde sich schon zu geäußert. Herrje, ich habe gestern so viel gelesen. Weiß es jetzt gerade nicht. Schaut mal in unser Video von gestern rein. Welche Variante war es? 180er, 360er? Ich glaube 180er. Ja. Nun gut. Ich denke, Justin hatte was dazu geschrieben. Ja, lass dich mal wieder zurück. Mhm. XXL Racer. Ja, alles schön geputzt werden. Ja, und alles sauber machen. Ja. So, hier ist auch lecker Eis. Jo. Nusseis, Stracciatella, Spaghetti, Eismoor. Da läuft einem doch jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, das Ganze auf Waffeln. Na, ob die Waffeln so gut sind wie unsere Waffeln, das ist natürlich die Frage. Ah, Die Polizei kommt. Jo. Passkontrolle. Nee, Donuts kaufen. Naja, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man schon welche irgendwo. Das nimmt auch Formen an. Ja. Ja, klar. Der Booster. So viel Zeit haben sie auch nicht mehr. Das geht ganz acht schnell. Acht Tage. Ja. Aber du musst ja den Regen zwischendurch einkalkulieren. Denn wenn es heute aus allen Kübeln schüttet, ja, da können sie natürlich dann ist natürlich mehr. Erstmal Stopp, ne? Baustopp. Ja. So, die machen gerade Pause. Mhm. Erstmal eine Stulle essen. Mhm. Na, es ist ja bald Mittagszeit. Haben Sie denn das Häuschen fertig? Das war ja gestern, vorgestern noch nicht. Da haben Sie jetzt die Wände und das Dach drauf. Ja, man kann ja auch schon sehen. Was ist denn das hier? Bauernkarte. Also ja. Essen, Trinken, ja? Ja. Hallo. Ja, man kann das so richtig schön sehen, wie alles da
drin befestigt wird. Und so viele Bauteile noch. Ja, und das wird dann überall eingehängt und angestöpselt. Ha. Alles mit LED-Technik. Ach, und da sind überall Lampen und ja. Da hat man so einen Überzug rübergesetzt, um sie ein bisschen zu schützen, damit sie nicht... Ja, die schaukeln ja hin und her, ja. Das ist ja nichts anderes. Und dann schlagen sie wogegen, sind kaputt, ne? Genau, ja. Und so sind sie ein bisschen geschützt. Ja, und diese Reihen da mit den ganzen Lampen, ja, die sind ja, festgezurrt, ne? Mhm. Ja. Na, jetzt würdest du sagen, wo ist der Hund? Richtig, habe ich gerade überlegt. Ja. Oh, guck mal, die haben ein Planschbecken da für die Kids. Also fürs Baby wird es auch nicht ja, sein, mal. Aber die haben eine Kinderkarre da. Ganz tolle Karre. Eine Seite ist für ein Baby und die andere Seite ist für ein Kleinkind. Und der Pool ist bestimmt für ein Kleinkind. Das ist natürlich toll. Ja. Sehr schön. Oh, hier haben sie. So, und das ist eine Rutsche. Auch. Erinnert mich an Homer Simpson. Der ist mal mit den Kids im Schwimmbad gewesen und dann war die Lütte weg. Und er hatte angenommen, dass die in die Rutsche rein ist, die Abenteuerrutsche, die außen am Erlebnisschwimmbad entlang verlief. Er ist dann da hinterher gehüpft, ja, um die Kleine zu retten und ist leider, weil er recht voluminös ist, stecken geblieben. Hm. Daraufhin ist dann die Feuerwehr gekommen und hat das Teil, in dem er feststeckte, rausgenommen. Wie so ein Korken. Ja, es sah dann eigentlich aus wie ein Sushi-Röllchen. Hm. Golden Nugget, was ist das denn? Gibt es hier was zu essen oder schießen Nein. oder Bälle werfen? Das ist doch bestimmt einarmiger Banditen oder irgend sowas. Einarmiger Bandit? Da brauchst du doch so eine große Sache nicht. Ja, weiß nicht. Das ist irgendwie, vermute ich mal. Hm. Morgen. Geschliffen. Ja, ja. In der Innenkurve hat sich nichts getan. Da waren wir gestern. Ja. Da ist alles beim Alten. Hanse, Kogge. Also dein Schluckhaus heißt Hanse Kogge. Ja, Schluckhalle. Schluckhalle. Ja. Da hat sich nichts geändert. Aber vor uns, die haben jetzt. Da kommen wir dann diese Los, das ist ja so eine Losbude. Die Losbude ist offen. Genau, also da kann man dann, sag ich mal, losziehen und sich dann kriegt man dann, wenn man Glück hat, ein Teddy oder ein Kuscheltier oder was auch immer in die Hand gedrückt. Aha. Das haben sie jetzt hochgehievt, aufgebaut. Ja, das findet alles Platz in so einem Anhänger. Ja, so kann man das zusammenfalten nachher. Ja. Ist ganz schon, toll. Ist schon toll, ne? Was man, ja. Wie man sich das so einfallen lässt, dass das alles so ineinander passt. Ja, ja, Platz ist da in der kleinsten Hütte. Du kannst es nicht übersehen. Du kannst diese Hütte nicht übersehen. Ja, ja, weil hoch. Von da kommen ja Tausende von Menschen geströmt. Also da muss ich gerade jetzt mal an. Was ist das da unten? Das hier ist eine Fischhütte, ne? Ja, ja, das ist die Fischhütte. Und woran musst du denken? Ja, was wir vorhin im Radio angesagt haben, dass stellenweise wir Orkanwarnung haben, bis 100 Heute. Stundenkilometer, ja. Aha. Und es können stellenweise auch Tornados auftreten. Ha. Ja, dann wollen wir mal nicht hoffen, dass die hier rüber pirschen. Weil nee, das ist blöd. Wenn hier so ein Orkan hier rüber, oh oh, ich weiß nicht, ob die Dinger das abkönnen. Das ist blöd, ja. Ach, also so ein, hier auch Preise? Nee, also Orkan ist wahrscheinlich, ja. Das ist aber hier also die einzige Bude mit Preisen im Moment, ja. Ja, ne, das kommt erst ganz zum Schluss. Am Tag der Öffnung sozusagen. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Bei deinem Testsitz. Mhm. Okay. Ja. Ja, dann beenden wir unseren Rundgang für heute. Ne? Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Jo, tschüss.